Yo, 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 Hornets-Fans. Es war ein garstiges Spiel. Besser nicht anschauen. Jason Tatum war dabei, hat doch gespielt, hat auch gut gespielt. Starting Center war verletzt. Al Horford, Blake Griffin, Starting Center, 91. Hatte einen coolen Dunk, hat sich ganz gut gehalten, gute Figur. Hornets waren total scheiße. Terry Rozier, auch verletzt. Nein, krank. Unbestimmte Krankheit. Katar. Man weiß es nicht. Und die Leute, die gespielt haben, muss man jetzt sehen. Wirklich. Eine coole Aktion von Bryce McGowans mit einem Block von hinten ans Backboard. Und einmal hat er fast einen Dunk gemacht. Ansonsten waren es alle wirklich schlecht. Also, entweder die ganzen Kaspern jetzt die Jungen zusammenspielen lassen und einfach 2 Jahre warten. Oder, keine Ahnung, alle weghauen und um LaMelo Ball schauen, was man kriegt. Aber es will ja auch keiner nach Charlotte momentan. Also, Herr Thomas wäre noch draußen am Markt. Ob man den jetzt gerade bräuchte, dann hätten wir ein paar mehr Punkte. Aber die spielen einfach nicht zusammen. Man muss die Leute halt zusammenspielen lassen. So wie bei Boston, das war cool. Damon Stoudemire war dabei, der ist jetzt Assistant Coach bei den Celtics. Ja, schön, wenn man dann so Leute noch ab und zu mal sieht. Und das Logo in der Mitte von Boston, da hat das Medley keine Pfeife, aber bei Boston TV, da haben sie das Logo immer eingeblendet und da hatte das Medley eine Pfeife. Also wie es mit den Hornets weitergeht, ja, keine Ahnung. Tanken. Die Jungs, die im Swarm gespielt haben heute Nacht gegen Westchester, haben recht gut gespielt. Hier der Williams, der neue Center. LiAngelo Ball, Career High, 26 Punkte, glaube ich. Und JT Thor hat 30 Punkte gemacht. Und da haben sie gewonnen gegen Westchester. Und hier die Hornets, die verlieren ganz gut. Naja, schauen wir mal, wie es schaut am Freitag gegen Washington. Ob Rozier wieder fit ist. Ansonsten einen schönen Tag euch trotzdem. Like and subscribe.